willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, wir sind hier noch dabei, die Aufträge zu erledigen. Oder beziehungsweise den Auftrag. Warte mal. Ich hab den Mod wieder vergessen draufzunehmen. Lel. Nee. Multiple Missions. Nee. Ah doch, ich habe vergessen, ihn zu aktivieren. Das war der Haken. Weil in Ordner habe ich ihn rein, aber ich habe ihn nicht aktiviert. Das hat er nicht vergessen. So, aber wir machen hier jetzt gerade einen, was haben wir hier, Weizenauftrag. Das Stroh können wir leider nicht abholen. Hatte ich ja in der letzten Folge probiert. Wie viel hast du jetzt in meinem Hänger? 29,5. Wie voll bist du? Ja, 17. Ah, ja. Ich war ja leer. Wir haben die Bahn jetzt erst angefangen. Na, dann ist gut. Ich bringe nämlich den einen Anhänger jetzt schon mal weg. Ich muss zum Pferdehof. Jo, muss rückwärts ranfahren. Jo, in den Drecker. Ajo, der Krampe hat ja auch keine andere. Ja, stimmt. So, er war irgendwie in Gedanken beim Akkuliner. Stimmt, haben wir auch noch. Keine Ahnung, was da bei mir los ist. Was haben wir eigentlich mit dem Gras gemacht, das wir hatten? Das haben wir in den Bunker rein, gell? Weil wir gesagt haben, Silage müssen wir jetzt nicht unbedingt produzieren. Gerade die Musik. Meinst du in die Heutrocknung? Ja, genau. Radiolautstärke ja, ist... Ja, das haben wir getan. Okay. Gut, gut, gut. Aber das Silage brauchen wir ja nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt Mischrationen machen. Weil wir ja... Weil Heu gleichgesetzt ist mit Mischration. Das ist richtig. Doofes Auto. Naja, Verkehr gibt's auf der Map. Das ist nun mal so. Ist trotzdem doof. Es ist doof, aber... Kannst du noch aufstellen? Nö. Na, siehste. Autos sind nur doof, wenn sie Unfälle bauen. Oder provozieren. So. Dann gucken wir mal, was der Auftrag macht. Wenn ich ja abgekippt habe. Oh. Also Hälfte haben wir jetzt. Ja, waren 11-10%. Wurde an Feld 10 transportiert. Das heißt von Feld 10. Das heißt, wir brauchen noch mal ein bisschen weniger als 30.000. Der Rest ist für unsere eigene Dash. Genau, erste Hälfte voll. Und dann hat man überlegt, 12 Feldernten, das gibt 32.000. Ey. Heftig. Und da wird man aber dann die Maschinen mieten. Dann können wir fahren zusammen. Genau, dann können wir einmal mit unserem eigenen Drescher dreschen. Und eben mit dem Gestellten. Ich gucke aber gerade mal, was unsere eigenen Felder machen. Ich glaube, die brauchen wieder Pflanzenschutz, kann das sein? Ja. Aber da haben wir, glaube ich, kein Geld dafür, gell? Ich glaube, das haben wir noch nicht gekauft. Nein. Ja, das sollten wir uns aber nach der Mission hier leisten können. Ja. Ich fahr gerade mal runter, dann kann ich dich bei Side by Side abtanken. Mhm. Eieiei. 425.000 Schulden. Was? 425.000 Kredit. Schulden. Haben wir hier?
Was soll denn das? Weil wir das aufgenommen haben. Für was? Wegen was? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, ich weiß es doch nicht mehr genau, aber es hat schon Sinn. Ja, muss schon eine Weile bestehen. Seit Beginn des Projekts. Und wir zahlen jeden Tag 2331 Schulden zurück. Ja, wir haben noch Gerste. 24.000. Oh. Aber was ist da ein guter Preis? 1270 aktuell. Der ist schon relativ gut, würde ich so behaupten. Tschüss. Ich muss was erledigen. Was? Wo ist er? Ich habe was rausgefunden. Ach, das ja. Ja, ich habe was rausgefunden. Ich muss mal kurz zum Händler. Ganz schnell hier. Ich habe was rausgefunden. Ja, ein bisschen. Wir haben uns ja gefragt, warum kriegen wir die Butter nicht aus dem Fass? Oder aus dem Mischer? Maschine. Teil, Dingens. Bums. Es fehlt das Butterfass. Also es gibt extra ein Fass, in das die Butter dann reingemacht wird, wie auch immer. Und mit diesem Fass kann sie die Butter aus der Maschine rausnehmen. Ist mir gerade zum Glück wieder eingefallen, weil ich überlegt habe, was kann ich denn jetzt tun? Jetzt fahre ich mal gerade mit dem Gator zum Händler, hol mal ein, zwei so Fässchen. Du hättest dreschen können, wenn du willst. Nee, will ich aber nicht. Ja, ihr habt schon die Buttermischmaschine ohne mich geholt. Jetzt mache ich mal hier auch was extra Wurstmäßiges. Hier, befüllbares Butterfass mit 250 Liter Butter passt da rein. Costa Quanda. Ach, 50 Öcken, ey. Willst du mich veralbern? 1. Alter, es ist teuer. 3. 4. Ich bin noch nicht mal ganz. Es ist total teuer. Ey, das ist per Hand gemacht. Das ist ein Holzfässchen. Ah, oh, wow. Also 4 Fässchen heißt, wir können da 1000 Liter reinlegen. Reinlegen. Reinmachen. Guck mal, dass ich die nur alle mitkriege hier auf dem Gator. Reinlegen. Sieht nämlich eher aus, als würde ich nur 2 rein drauf kriegen. Bin voll. Yay. Jetzt schon. So früh am Morgen. Oh. Was soll man dazu bloß sagen? Ich hatte immer die Bierflasche im RP mit in der Hand. Ja, warum geht es nicht? Ach so, mit. Klar, im RP bin ich ein Säufer, das ist schon richtig. Hä? Ach so, mit der linken Maustaste. Hast du mal zugehört? Ja, im RP bist du ein Säufer. Ich schwöre dich. Du schwörst mich? Höre dich. Interessant. So. Haben wir 4 Butterfässchen hier drauf. Varuna? Ja, bitte. Ich hätte eine kleine Frage an dich. Oh oh. Ja. Wollen wir hier mit Seasons draufnehmen? Das ist doch erst. Das ist noch gar nicht getestet. Da kommt bestimmt wieder irgendein Murks, was dann wieder nicht geht. Also, weißt du, wie ich meine, getestet? Seasons ist getestet, das ist im Mod-Hub. Ja, es sind auch andere Karten im Mod-Hub, die nicht funktionieren, wie sie sollen. Ja, aber Seasons funktioniert. Also, ich würde da mal ein bisschen warten, bis da ein, zwei Updates da sind. Was kann denn dieses Seasons? Das ist alles realer, dann kann man nur in der Frühlingsjahreszeit anpflanzen. Ja, und was machen wir der Rest vom Jahr? Ja, Vorsprung. Man kann einstellen, wie lang die Saison ist. Von 3 bis 24 Tagen. Okay. Was heißt, wenn ich jetzt auf 3 einstelle, dann habe ich 3 Tage lang Winter oder das ganze Jahr dauert 3 Tage? Nein, das ist ein... Hier, wie heißt es? Eine Season.
Also Frühling dauert 3 Tage zum Beispiel. Ja, eine Season. Yeah. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert hier. Du weißt es doch schon. Nein, ich habe nur geschaut. Ich habe nur geschaut, wie ich das. Wie ich das auch gut. Wo der Butter rein muss. Ist ja gut. So, ich hab's mal unter den Ausglas gestellt, aber. Und jetzt? Einsteigen. Überladen starten. Oh. Funktioniert? Ja. Die Pampe kommt raus. Das ist doch schön. Also fast runterstellen, I drücken, passt. Ups. Haben wir wieder was gelernt? Oh, wenn es voll ist, ist sogar ein Deckel drauf. Cool. Na klar. So, lass mal erstmal hier stehen. Braucht man im Moment noch nicht. Perfekt. Endlich, ey. Das hat mir ja schon ein bisschen die Nerven geraubt. So einfach nicht zu wissen, wie das geht. Das ist, du sitzt dran und überlegst und denkst, hä? Kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. So, du hörst mich jetzt wieder nicht, gell? Doch. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte mich gemutet. Na, wenn du den Knopf nicht drückst, dann hast du dich auch nicht gemutet. Ich habe da irgendwas gedrückt, wusste aber nicht mehr was. So, aber liebe Leute, vergesst nicht, beim RP-Projekt reinzuschauen. Um 16 Uhr. Genau. Ich sag mal nicht den Namen, sonst verkacke ich das eh wieder. Real Farming LS19 meets Reality. LS19. Wenn man schon korrekt Englisch machen möchte. Ja. Yeah. So, guck mal. Winston denn schon. Oh, ja, ja. Strecken. So, Käse haben wir aber auch nicht so viele. Wir brauchen mehr Kühe. Wir brauchen eine höhere Produktion von Milch. Und kauf doch mal Kühe. Tja, für 10.000, das lohnt nicht wirklich. Nein, haben wir schon wieder. Wir haben schon 5.400 Kühe. Wieder. Was können wir damit machen? Ab durch die Hecke? Nee, die kann man an der BGA verkaufen. Und an der Raffeisen. Was an der Raffeisen? Okay. Das bringt, nee. Was bringt das? 102. Ja, lächerlich. Ja, was erwartest du von Gülle? Gülle ist ein Abfallprodukt. Egal, kann trotzdem mehr Geld geben. Aus meiner Sicht. Wäre schön. Ist halt nicht so. Es wäre schön. Das Leben ist halt kein Ponyhof, ne, wahr? Wäre schön, wenn wir jetzt unendlich Geld hätten. Lass ich auf meinen Finger gleich stehen, das habe ich nicht verraten. Was ist los? Alles gut. Gülle gut. Bisschen eng hier drin zum Rangieren. Ach, war auch cool. Vor allem mit Anhänger. Ja, ja. Na. Muss man anders machen. Und unsere nächste Kuh kommt in 47 Stunden! Ja, dann ist aber gerade das eine gekommen, oder? Ja, wir hatten vorher 30. Also vor... rechnen ist nicht so meine Stärke. Keine Ahnung. Vor kurzem. Okay. Haben wir eigentlich den Käse schon verkauft gehabt? Käse? Nein. Also hier oben liegen nur zwei Laibe. Eine ist noch nicht fertig und eine ist fertig. Bin mir nicht sicher.
Gleich mal gucken. Also wir haben 18 Liter Eier. Ja, dann ist da was. Ah nee, da hatte ich ja letztes Mal die Kisten rausgenommen und auf die Seite gelegt. Da wollte ich eigentlich nur die volle Kiste rausnehmen. War aber dann nicht fähig. Ach Gott, Alter. Jo. Oh, und wer ist jetzt hier? Er kauft mir auch nicht eine Schachtel Eier, wo kein Deckel drauf ist. Wer kauft es? Habe ich schon gemacht. Weil wenn du beim Hofbauern kaufst irgendwo, dann ist nicht immer ein Deckel drauf. Dann hast du den manchmal nur auf diesen Paletten. Ja, ist eine neue Kiste. So, liebe Leute. Wie voll bist du? 80. Lass ein Like, Abo und einen Kommentar da. Jo, das wäre schön. Und bis morgen. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.